Moin, herzlich willkommen zu Road to Division 1. Heute in folgender Starbesetzung. Ralf Gunesch. Tada! Moin. Na, schön, dass du da bist. Ja, Ed Felgenralle. Richtig. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Immer, da weißt du doch, bist immer eingeladen. Bist ja also kein Gast mehr. Also langsam kann man auch mal anfangen, diese Höflichkeitsfloskeln abzulegen und dich so zu behandeln wie den anderen auch. Und einfach nur Bofist. So. Genau, also aber auch so ein bisschen rotzig sein. Ich kenne ja jetzt auch den Entsperrcode des iPads. Selbst den hast du jetzt, siehst du immer so peu à peu immer mehr, ne? Irgendwann hast du Generalschlüssel und Zugang zur Live-Regie, alles, alles. Genau, du bist heute mein Co-Pilot und hast ein Auge auf den Chat und so. Ein bisschen, ja. Und kannst voll viel spannende Geschichten erzählen, weil es ist immer, wenn man alleine spielt, ist es gar nicht so einfach zu reden, gut zu spielen. Gut zu spielen ist eh schon schwierig, aber dann noch gute Sachen zu sagen. Und alles, das ist nicht so einfach. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist. Und wir spielen Saisons. Ja. Wir haben ja neu angefangen. Wir sind jetzt in Liga 9, also es wird kompletter Durchmarsch. Und haben, was haben wir? 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. Und heute wollen wir mal schauen, weil ich mich ein bisschen beeile, ob wir vielleicht noch aufsteigen können in Liga 7. Das wäre doch toll. Liga 8 erstmal. Ich traue es dir definitiv zu. Und ja, ich werde natürlich dir das ein bisschen abnehmen, dass du dich voll und ganz auf den Fußball konzentrieren kannst. Ja. Und alles andere, liebe Leute hier, den Chat habe ich in der Hand. Ich habe ja jetzt den Entsperrcode für das iPad. Ja. Wie schon gesagt, so langsam dringen wir immer weiter vor. Immer tiefer rein. Ja. Und du konzentrierst dich bitte aufs Spiel. Du solltest du natürlich Fragen haben, darfst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich habe genauso wenig Ahnung, aber ich kenne Leute, die haben Ahnung. Das sind nämlich die Leute, die hier schreiben. Und dann lassen wir uns von denen helfen, würde ich sagen. Sehr gut. Und du weißt ja selbst aus deiner Profikarriere, dass es wichtig ist für den Fußballer, dass er sich konzentrieren kann aufs Spiel und alles um einen herum muss einem abgenommen werden. Ach, guck mal, hier ist immer noch der Kommentator an. Das ist ja super nervig. Wieso ist der denn jetzt hier an? Der war doch letztes Mal, habe ich den auch schon ausgemacht. Den muss ich gleich mal in der Halbzeit spätestens. Mache ich den aus. Ja. Unangenehm. So. Okay, los geht's. Ich spiele jetzt mal mit Arsenal. Ich habe letztes Mal auch mit Arsenal gespielt. Davor haben wir immer mit Dortmund gespielt. Bist du eigentlich jemand, der quasi sich selbst coacht und sich selbst kommentiert? Oder bist du halt echt so fokussiert und... Ja, letzteres. Ich rede höchstens sowas. Ich mecker höchstens vor mich hin. Ich bin so ein bisschen meckerig. Boah, das zum Beispiel ist für mich ein klares Foul. Der liegt noch, mein Spieler. Und die spielen nicht mal den Ball ins Aus. Das ist ja die größte Frechheit. Zack. Ja, es ist ein anderes Spiel. Du wirst es. Mal gucken, ob du es erkennst, Ralf, weil du warst ja auch schon beim FIFA 16 Launch-Turnier dabei als Experte. Aber davor haben wir halt FIFA 15 gespielt. Es ist aber eine komplett andere Nummer hier, ne? Ja, ich war beim letzten World Division 1 war es ja noch FIFA 15. Ja, eben. Ja. Da hast du ja auch noch im Duett gespielt. Lauf, 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 lauf. Oh, Alter. Ah, Ecke. Und der Eckball kommt von Özil. Warte, das weißt du doch noch gar nicht, ob der von Özil kommt. Sag doch nicht einfach Sachen. Nein, der sollte an die Strafraumkante. Ah, schade. Jetzt haben sie den Ball verloren. Oxley Chamberlain. Und Debuchy. Flügelwechsel. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Oh. Alexis Sanchez. Oh. Shit. Touré. Was schreibt der Chat? Antwortest du etwa jedem jetzt einzeln oder was? Ja. Nein, der Chat. Der Chat schreibt nur, dass sie. Also viele wollen. Wie soll ich sagen, dass sie über die WM sprechen möchten. Aber da sollten wir vielleicht noch die WM? WM 2006, ja, weil da ja... Ach so, dieser Skandal. Auch nicht alles. Ja. Herzlich willkommen bei der FIFA, wo Nicht-Korruption die Ausnahme ist. Selbstverständlich ist das so. Es wäre auch, glaube ich, naiv zu glauben, dass nur in Deutschland irgendwie alles sauber läuft. Und die sagen alle, dass du ein ganz dufter Kerl bist. Die meinen wahrscheinlich dich, um ehrlich zu sein. Ich glaube, mich hat noch nie jemand dufter Kerl genannt. Nicht mal meine Mutter. Jetzt musst du ihn aber machen. Querspielen und...
What the fuck? War das der Flankenknopf? Nein, das. Oder warte mal. Nee, das war ein Schuss. Nee, oder das war im Leben kein Schuss. Ey, das stimmt, das war kein Schuss und das ist vertauscht. Ich bin entschuldigt. Aber wir haben gerade. Wir sitzen ja hier im Keller, ne? Und wir haben gerade noch mal das Setting gewechselt, wie so, wenn in der Formel 1 im letzten Moment der Motor gewechselt wird. Oder es anfängt zu regnen und man mal kurz umschwenken muss auf. Exakt, und das kann tatsächlich sein, dass die Einstellungen irgendwie weg sind. Das muss ich jetzt mal eben gucken. Nee, entschuldigen Sie bitte. Mach du das mal, zack. Ich wollte nämlich einmal ganz kurz was an die Community loswerden. Mach du mal. Darf ich kurz? Ja, na bitte, ich mache in der Zeit die Dings aus, den Kommentar aus. Bei euch habe ich mich ja schon ein paar Mal bedankt, dass ich hier sein darf und so. Wir haben ja beschlossen, dieses komplett Höfliche lassen wir jetzt weg. Genau. Aber ich wollte mich, weil ich jetzt auch gerade den Chat in der Hand habe, einmal auch bei der Community natürlich bedanken, weil ich kriege natürlich mit, wie die Reaktionen sind und was so gepostet wird. Ich gehöre halt auch zu den Leuten, die mal bei Reddit hin und wieder reinschauen. Und freue mich einfach über die positive Aufnahme und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich hier immer wieder mal sein darf, weil die Jungs und Mädels kriegen das ja auch mit. Insofern an der Stelle mal ein offizielles Danke. Das liest man sich natürlich da durch und es freut einen, wenn das positiv angenommen wird. Insofern, das wollte ich an der Stelle einmal loswerden, während du die Steuerung einstellst und jetzt bereit bist, endlich mal 1-0 in Führung zu gehen. Ja, es lag ohne Druck aufbauen zu können. Ohne Druck, ja. Aber es lag, also die Steuerung ist tatsächlich okay gewesen. Also der Schuss war einfach nur lächerlich. Aber was willst du machen? Das übrigens ist eine Sache, weil ich bin immer noch dabei, FIFA 16 so kennenzulernen und für mich zu entscheiden. FIFA 16, Nils? Ja, FIFA 16, wirklich so ist es, für mich zu entscheiden, ob ich es jetzt besser oder schlechter oder was auch immer finde. Und ich muss sagen, dass. Ah, shit. Das ist dieser. Also, das. Das Spiel verlangsamt wurde generell, ne? Also dass dieses von Coast to Coast einfach nur auf die Sprint-Taste drücken, dass das entschärft wurde, das finde ich echt super, aber es kommt halt zu einem Preis und es fühlt sich in gewissen Situationen auch echt gezwungen an, ja. So, das ist nicht natürlich, so, es fühlt sich nicht echt an, sondern das ist nein, ich komme zum Punkt, weil du hast einen Spieler wie Welcott, ja, das ist erwiesenermaßen einer der schnellsten Spieler Europas. So. Korrekt. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt durch bin mit Walcott, ja, und ich habe 2 Meter Vorsprung. Ja. Normalerweise ein Walcott würde aus diesen 2 Meter Vorsprung, würde der mal locker 10 Meter Vorsprung machen. So. Je nachdem, aber ja. Ja, und hier ist es so, dass der Verteidiger mich einholt und diesen Vorsprung halt abknapst und dann rankommt und sich ranschiebt und den Zweikampf gewinnt. Und das ist eine Sache. Ist das dieser Effekt wie bei Mario Kart, dass du nie wirklich wegfahren kannst? Exakt, dieser Gummiband-Effekt. Ne? Ja. Und das ist ein Punkt, ich finde es prinzipiell richtig, dass sie das so entschleunigt haben, so, ja. Aber das meine ich damit so, dass wenn es dann losgeht, dass du mit einem Wildcard halt einfach kein Sprintduell mehr gewinnen kannst, dann, ja, dann finde ich es halt einfach ein bisschen, dann wird es albern einfach auch. Ja. Also du meinst, bei FIFA 96 war nicht alles schlecht. 96, wenn du, ja. Wenn du schnell warst, warst du schnell. Ja, also es... Ja, ich weiß, welchen Effekt du meinst. Ja, das ist. Es ist natürlich schwierig, weil auf der anderen Seite ist es selbst im echten Fußball, quasi da draußen im Regen, ist es so, selbst wenn ein schnellerer Spieler, aber wenn er einmal abseits, wenn er einmal kurz stoppt oder ausholt zum Schuss, hast du immer noch mal diese Sekunde Zeit aufzuholen. Ich glaube, das wollen sie ein Stück weit davon simulieren. Wenn du jetzt aber klare Laufduelle über Außen zum Beispiel nicht gewinnen kannst mit einem Spieler, der einfach von den Punkten her eigentlich wesentlich schneller ist, dann könnte es durchaus sein, dass das eine Sache ist, an der noch vielleicht nachträglich gearbeitet wird. So, aber jetzt würde ich dich bitten... Ja, ich habe schon jetzt viel geredet. Die ersten Minuten waren okay, da war ich ruhig. Dann habe ich mich wieder echauffiert. Schwuppsiwupps, läuft wieder alles kacke. Boah, der Schiedsrichter... Hast du irgendwas zur Buchmesse zu sagen? Ich war ja leider nicht da. Ich weiß, dass viele bekannte Autoren sich da natürlich ein Stelldich eingeben, aber ich war nicht da und die fragen natürlich, weil wir ja Buchclub machen, unser Buchformat, aber wir haben jetzt eine neue Folge gemacht, Buchclub mit der Marsianer. Und zwar haben wir den Film und das Buch zusammen besprochen
und hatten Daniel Schröcker zu Gast, der der lebende Filmalmanach ist. Ja. Und ja, das war, hat Spaß gemacht. Und hast du gesehen, dass den Film oder das Buch gelesen, Marsianer? Ich muss gestehen, nein. Sollte ich? Ja, doch. Also das Buch ist super und Film ist auch cool. Aber das Buch ist echt schon, das ist einfach super geschrieben. Ist halt Sci-Fi-Buch, aber das ist halt, das verbindet so hart Sci-Fi. Wenn du dir den Ball mit dem rechten Stick zweimal vorlegst, ja, dann sprintest du immer noch allen davon. Okay, ja, das werde ich mal ausprobieren. Ja. Guck mal, dafür ist die Community auch echt nützlich, ne? Immer mal wieder gute Tipps. Richtig. Bist du ein belesener Mann? Je nachdem, wie man belesen definiert, aber ja, ich lese schon hin und wieder. Hab mal eine Zeit lang sehr viel gelesen. Ach, da wollte ich es übertreiben, ey. Aber ich bin kein kompletter Bücher-Nerd. So schlimm ist es nicht. Oha, mal, oha. Du, der läuft mir weg. Der ist ganz schön weggelaufen. Gerade noch gelästert, ne? Jetzt läuft er mir weg. Aber es war auch ohne Ball. Aber ein guter Schnittstellenpass, wie schön, wie es so schön heißt. Mhm. Oh, ein sehr schöner Pass. Zack. Na gut, dann muss ich jetzt mal, komm, du redest mal mit den Leuten. Ich spiele mal ein bisschen. Ja. Konzentrieren Sie sich. Oh. Wer war der größte Fußballer, mit dem du schon mal auf dem Platz stehen durftest? Als Gegner oder im eigenen Team? Also als Gegner. Körperlich groß war es Peter Crouch. Wir hatten nämlich mal ein Testspiel gegen Liverpool. Und da durfte ich tatsächlich 80 Minuten gegen Peter Crouch antreten. Gegen Steven Gerrard, gegen Xabi Alonso. Aha! Ach komm, und, Alter. Und in der Bundesliga gegen Schalke, gegen Raul, das war schon großer Sport, wenn Raul neben dir steht mit seinen 75 Champions-League-Toren und so, das war schon ganz nice. Interessante Barca-Taktik übrigens bei Ecken, nicht hoch reinschlagen, sondern kurz ausführen. Ja, irgendwie mag ich das. Ich mag so frickelig rumdribbeln, außerdem, keine Ahnung, ey. Arsenal hat, gut, der hat natürlich die Latte da hinten drin. Guck mal, jetzt mach ich mir folgendes, dass ich Tierchen mache. Ich spiele mal den langen Ball nach hinten raus. Nein, nimm ihn doch nicht so scheiße an. Oh, ich wollte ihn direkt nehmen und er nimmt ihn so scheiße an, wie so ein Büffel, ey. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Wie der von der Brust abspringt, was soll denn das? Oh Gott, ey. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist doch Quatsch. Wie eine Betonplatte, ey. The fuck, dude? Der Nils soll in der eigenen Hälfte kaum sprinten und viel mit L2 und X verteidigen. Okay. Oh Gott, ey. So. Ja, den hat er. Schluss jetzt. Lustig. Nee. Oh Gott. Ja, dankeschön. So. Der rechte Analogstick ist, glaube ich, irgendwie. Ist kaputt? Na, ich probiere die ganze Zeit so Tricks, die mit dem rechten Analogstick gehen. Und der macht er ja doch, jetzt hat er sie gemacht. Ich befürchte, dass der nicht funktioniert. Was glaubst du, wie Kloppo mit Liverpool morgen startet? Ich glaube, Liverpool ist momentan in einer ähnlichen Situation, wie es Dortmund damals war, als Kloppo hingekommen ist. Ist leicht vergleichbar, mit dem Unterschied, dass Liverpool ein bisschen mehr Geld hat. Aber ansonsten die sportliche und die Fansituation ist ähnlich. Insofern, die Frage wird sein, ob Kloppo seine Stärke, ich hatte ja das Vergnügen, ich habe ja ein Jahr unter ihm in Mainz trainiert, also er hat mich damals nach Mainz geholt, 2006, insofern kenne ich ihn da auch von der tagtäglichen Arbeit. Die Frage ist, eigentlich optimistisch, aber der kam gut, ob er das auch auf Englisch so gut rüberbringt, ja. Weil er ja gerade über das Eloquente, über die Sprache kommt. Aber das, was man zumindest jetzt in den PKs gesehen hat, das war... Spricht ganz gutes Englisch, ja, ne? Ja. Hat sich vielleicht auch ein bisschen vorbereitet. Ja. Naja, gut, gut Englisch sprechen ist ja die eine Geschichte, so ein Schulenglisch. Aber diese Art und Weise, die ihn halt einfach auszeichnet, jetzt in einer anderen Sprache. Aber
wie schon gesagt, das kam in der PK, war das schon so ein Stück weit der Jürgen Klopp, der ja auch auf Deutsch, sage ich mal, so seine Stärken ausspielt. Insofern kann das durchaus funktionieren. Ich kann einfach nicht fachliche Gespräche führen und gleichzeitig wie ein Champion Fußball spielen. Das geht einfach nicht. Da stoße ich leider an meine Grenzen. Ja, dann konzentriere dich doch bitte einfach aufs Spielen. Wenn ich allein, weißt du, der Witz ist, wenn ich alleine kommentiere, ne, dann kann ich darüber reden, und dann kann ich so an der Oberfläche so oberflächliche Themen anschneiden, die fließen so aus mir raus und ich muss gar nicht drüber nachdenken, was ich sage. Ja. Aber wenn du mir so Fragen stellst, dann muss ich darüber nachdenken und dann bin ich raus. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist tatsächlich nochmal wieder eine ganz andere Kategorie. Interviews führen, während man sich auf so ein Spiel konzentriert. Aber du kannst ja einfach trotzdem weiterreden. Ja, du lässt dich einfach. Machst einfach eine Q&A. Ich machte. Ich mach's ein bisschen. Thema Fußball, schau so ein bisschen bei dir zu. Kannst du sagen, wie realistisch das hier ist, was wir hier sehen? Ja, 2-0 für Man City gegen Arsenal ist nicht so unrealistisch. Das stimmt, ja. Auch wenn ich mir jetzt wünsche, dass du vielleicht zumindest mal... Oh Gott, ey. Ja. Oh, das ist hässlich. Hässlich. Das wird nix. Los, drück. Komm. Ach, der war noch dran sogar. So, ich muss noch ein bisschen offensiver stellen. Bei FIFA ist ja nichts verloren. Aber wie die De Bruyne aussieht, so ein bisschen wie so ein Gockel. Wie Beavis. Ja, stimmt, wie Beavis. Dieser Friese. Oh. So. Ach komm, den kannst du doch fangen. Dann geht's hier schnell weiter. Kompany hat so einen komischen grauen Bart bekommen. So, kommt einer nach vorne, keiner da. 89 Minuten 0-2. Ja. Alter, wieso bietest du mir diese Option an, wenn ich drücke und er ignoriert trotzdem meinen Befehl? Dann biete mir doch nicht diese Passoption an, wenn du sie gar nicht machen willst. Mignon. Aber ja, das Spiel muss ich leider verloren geben. Oh Gott. Also was ich jetzt, der Grund, wenn ich das Spiel jetzt mir einfach im Fernsehen angeschaut hätte, ja, ist, dass du hinten zu offen standest. Ja, ich habe ja alles nach vorne geschmissen. Ich hatte ja gar nichts mehr. Minute. Nein, ich meine jetzt gar nicht mal auch bei den Gegentoren, bei den Kontern. Dass du dich zu offen hast auskontern lassen. Das stimmt, aber das passiert mir häufig. Ich habe den Ball in der eigenen Hälfte, also in Gegners Hälfte und daddel da so rum und dann kommt der und kontert mich aus. Das ist aber das Ding, entweder du machst das Spiel und läufst Gefahr oder du stellst dich hinten rein und konterst selber. Ja. Ich mache lieber das Spiel und dann werde ich halt ausgekontert, aber da habe ich Spaß. Toll. Gut, komm. Das war's. Zum Warmmachen. Das war zum Warmmachen, das zählt nicht. Das war jetzt, zählt nicht, komm weg. Das war nur, damit er oben 1-1-1 steht. Um so eine gewisse. Sieht besser aus. Genau. Direkt das nächste Spiel gleich. Also der innere Monk freut sich. Der innere was? Monk? Monk. Ach ja, genau. Du meinst den Detektiv Monk. Ja. Händen rein. Das war nix, ne? War nix. Bisschen warm werden. Knick, knack, knack, knack. Wir haben auch ich habe zur Diskussion gestellt im Reddit auch, wir haben ja auch einen Pro-Club, ne? Also ich bin privat, weil ich ehrlich noch nicht so warm bin mit dem Spiel. Entschuldigung. Weil ich noch nicht so warm bin mit dem Spiel, spiele ich privat mit Kumpels eher Pro-Club. Wo man eine Figur spielt, den levelst du hoch, wie beim Rollenspiel. Und alle anderen werden vom Computer gesteuert. Oder man kann eben auch sagen, dass einer aus dem Team alle restlichen Figuren steuert und nur die eine Figur eben nicht, die dann jeweils der Teamkamerad hat. Das macht mir momentan noch ein bisschen mehr Spaß mit dem One-on-One-System. So, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so hundertprozentig warm geworden einfach damit, muss ich ehrlich sagen. Das
Ja. Bevor ich das objektiv begründe, ist es erstmal eine gefühlte Sache. Mir macht es einfach nicht so viel Spaß im One-on-One. Deswegen zocke ich nicht so viel One-on-One. Und deswegen hatten wir überlegt, ob wir auch eventuell diese Pro-Club-Geschichte mal machen bei Road to Division 1. Es gibt das gleiche Ligensystem. Man fängt auch in Liga 10 an und muss sich dann muss hochgehen und so. Aber man könnte dann halt zum Beispiel ein Team formen und auch quasi Leute von euch aus der Community einladen, Gastspieler zu sein. Vielleicht könnte man sowas machen wie, wenn jemand richtig gut ist, dann könnt ihr den dauerhaft ins Team voten. Ja, so Sachen könnte man auch mal machen. Fand ich auch ganz interessant. Lauf, lauf, lauf. So, nee, in Madrid ist natürlich schwierig. Ja, aber egal, die hau ich jetzt. Ich rede jetzt einfach nie wieder. Boah, sehr schnell. Du konzentrierst dich jetzt ein paar Minuten mal wirklich aufs Spiel. Ich bin nur fokussiert. Ich sehe nur das Spiel, Tunnelblick. Ich blende alles aus. So. Alle Störgeräusche. Alle Störgeräusche. Ich rede auch lautlos, okay? Ja, du kannst ja mit Zeichensprache oder irgendwas. Ja. Mann! Guck mal, ich höre ja doch nicht auf zu reden. Was ist das für eine Scheiße hier? Ich muss aufhören zu reden. So geht das nicht. Weißt du, was ich nächstes Mal mache? Du musst dich hochziehen. Du musst aggressiv werden. Okay. Soll ich dich mal aggressiv machen? Trainer. Nein, doch nicht gehen. Nein, das ist doch scheiße. Ich funktioniere nicht über Emotionen. Ich funktioniere über Konzentration. Ach so. So. Wildcat, lauf. Lauf. Mann. Jetzt. Oh, der kam nicht durch. Lauf, lauf. Oh, shit. Oh. Wie kriegt der noch? Ah, shit. Weißt du, so Sachen, ne? So selbst so Sachen, so kommentieren, ne? Die fallen einem dann so leicht. Das meine ich mit so oberflächliches Kommentieren, so, dass man das kommentiert, was man sieht und was man eh macht. So, oh shit, und oh, das war aber jetzt ruppelig von dem und bläh. Aber wenn ich dann anfange, Geschichten zu erzählen, das ist alles nichts. Machst du wieder, ne? So, lauf! Oh Gott. Da wollte ich. Wieso schieße ich nicht einfach? Da mache ich noch wieder so ein Spielchen. Weil es Real Madrid ist, ne? Die mag ich nicht. Weil? Also, ich mag nicht, wenn jemand in diesem Spiel Real Madrid nimmt. Ach so. Ich war letztes Jahr beim Clásico in Madrid. War echt? Ja. Nice. Werd dieses Jahr auch wieder hinfliegen Ende November. Boah. Schönes Stadion. Ja, ich war auch mal in Madrid. Im Stadion. Letztes Jahr Champions League Halbfinale gegen Juve, als sie rausgeflogen sind durch das 1-1. Apropos 1-1. Mach doch mal ein Tor jetzt. Okay, Chef. Alright. Ich werde es dir zeigen. Ich zeige dir den besten Fußball, der möglich ist. Jetzt verteidigt er mich zu zweit. Jetzt. Aber du hast einen Mertesacker in der Mitte. Ja, ich sehe den ganz hinten. Da hinten. Pam. Und Murdy, oh, der Murdy, ey. Murdy Sager. Gib mir den Ball. Nein, da solltest du nicht hin. Also auch, wenn du jetzt jedes Mal off-topic anfängst zu reden. Off-topic bedeutet, was nichts mit diesem Spiel zu tun hat, piekst ich dir in die Rippen. Okay. Und zwar so, dass es auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwo bei 12 liegt. Also Nervfaktor-mäßig. Ich habe Angst. Ja. Okay, Chef, alles klar. Machen wir so. Gott, jetzt habe ich ja mal ein bisschen verunsichert. Rauf, rauf! Kämpfen, kämpfen, kämpfen! Thorsten Wegner. Oh Gott, kommt der da noch ran, ey. Leck mich an der Freude. Nein, nein, nein. Doof. Doof, doof, doof. Lieber in die Mitte spielen. Gib mir den Ball. Ah, na gut, so ein Wildcard in der Mitte.
ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt... ist jetzt nicht so der geborene Kopfball, das geborene Kopfballmonster, ja. Aber wie du siehst, ich werde immer ausgekontert, ne? Du willst jetzt nicht einen Elfmeter oder so einen Scheiß für so einen Kack pfeifen, oder? Das ist nicht dein Ernst, ne? Ernsthaft? Sie sind doch, hier steht so richtig, ich habe nichts gemacht. Oh, oh. Ach, wie der da schon steht, so breitbeinig, ey. Was macht der Mann? So, Freistoß mal eben mit der Brust runternehmen, ist auch stark. Ja, das Geile ist, den können die besser verarbeiten als ein Zugspiel, weißt du? Wenn er auf der Linie steht, Freistoß von Ronaldo, oh geil, nehme ich mal an. Verarbeite ich weiter, aber weh, das wird ein Zugspiel nach vorne, dann prallt er ab wie ein Steinbrust. So. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt. Äh, 5-3 mit dem Trainer, ja, da kannst du halt nichts machen. Wenn du mit dem Trainer nicht kannst, dann musst du dich halt in irgendeiner Form arrangieren. Das ist, ja. Mann, oh Mann. Mann, alles nur Fehlpässe. Fehlpass-Festival der Liebe. Komm. Guck mal nicht ran, ne? Rammef. So, ich schieße jetzt gleich mal ein Tor, glaube ich. Ja, das war eine gute Idee. Ist soweit. So, jetzt kanntest du mal mit einem Walcott, bist du ja eigentlich schnell. Ja. Das war der Versuch, sich den Ball mit dem rechten Analogstick vorzulegen. Oh, 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 wie der einfach am Ball bleibt. Oh! Hast du gesehen, wie der am Ball geblieben ist? Ja. Richtig rumgekämpft an dem. Immer wieder den Ball gekriegt. Nein, den habe ich so nicht gespielt. Taktik für die zweite Halbzeit? Tore, wäre ja Tore, quasi kämpfen, den kämpfen, Gegner kämpfen. Durch permanentes Toreschießen zermürben. Ja, das mache ich auch. Hey, lass mich doch mal vorbei, ich bin Welcome, Mann. War das ein Torschuss oder wolltest du flanken? Ehrlich? Ja, ich wollte einen Schuss antäuschen, bin zu spät auf die Abbruchtaste gekommen. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Da geht ja alles schief heute. Ich wollte wegdrücken, dann spielt er so einen blöden Pass. Na gut. Unansehnlich bislang. Was haben wir denn? Haben wir noch irgendwas auf der Bank? Ja. 2,20 Euro habe ich noch auf der Bank. Und dann, wir können zum Beispiel einen Ram sehen, ne? Der ist nicht so schlecht, aber... Nein, also das ist, wir haben für ganz vorne drin einen Wellback, den können wir theoretisch für einen Wellcut reinpacken, weil der nämlich ein bisschen größer ist und er ist auch nicht langsam, ja. Aber er ist halt im Strafraum eher auch mal für einen Kopfball oder so zu haben. Komm, probieren wir mal aus. Da kommt er rein. Da hat er sich verdient durch gute Trainingsleistung. Da hat er sich aufmerksam gemacht. So. Komm, Mann, jetzt. Mal ein schönes... Do it. You can do it. Oh, was? Das ist von hinten rein... So, jetzt mach ich den Ball schnell. Ah, er macht's. Nice. Normalerweise würde ich ja, bin ich ein großer Fan von Giroud, aber... ja, das stimmt. Also im Real Life jetzt. Ja. Und die Zahlen sprechen jetzt auch nicht unbedingt für ihn beim Spiel. Ja. Er ist aber Arsenal auch nicht unumstritten. Richtig. Immer wieder ein besserer Stürmer noch gefordert. Aber bisher ist ja nichts gekommen bei Arsenal. Lauf, lauf, lauf. Jetzt haben wir mal Wellback in Aktion. Oh ja. Oh. Komm, aber da müsste er selbst stehen, ja? Mesut, den kannst du aber auch, den kann er auch besser runternehmen. Ah, der kommt wieder nicht an. Da ist es zu eng. Why? So. An. Doof. Mir gefällt dein Fokus auf den Fußball momentan.
Dankeschön. Möchte ich an der Stelle einmal. Danke, Coach. Und jetzt ja, ich hätte direkt mit dem Ball mit und abschließen. Du hast recht, ich bin zu verspielt. Oh, was macht der? Der bietet mir eine Gelegenheit zu pressen. Zu pressen. Pressing, Pressing. Querpass im 16er ist immer eine Pressing-Situation. Aber weißt du, denn man, dann läuft der halt weg, ne? Ich sehe, wie er steht und ich will ihn anspielen, da wo er steht, und dann läuft er weg. Und oft hast du die Situation, dass du willst, dass er reinläuft. Das auch wieder. Und dann läuft er halt nicht rein. Und oft will man ihn anspielen, dann läuft er weg vom Ball. Das ist manchmal, da will man noch ein bisschen meckern mit seinen Mitspielern. Geh doch mal hin jetzt. Das sind die Bälle, die du gewinnen kannst. Mit schnelles Umschalten, Real mit jetzt sieben Leuten vor dem Ball. Ja. Das ist zumindest auch eine Sache. Ich will auch nicht nur über das Spiel meckern und auch schon gar nicht meine eigene Unfähigkeit irgendwie an dem Spiel auslassen. Aber es gibt so Aspekte, die einfach auch programmiertechnisch einfach auch echt albern sind. Zum Beispiel? Wenn ich nicht spielen. Ja, ich konnte nicht. Er kommt mir einfach nicht. Ich muss ihn abgeben, weil ich sonst verliere. Er kommt mir nicht einen Meter entgegen. Oder bleibt immer abseits stehen. Nee, was ich sagen wollte, ist, wenn der Gegner am Abseits ist und man hat selber, kommt man an den Ball und hat eine vorteilhafte Kontersituation oder so, dann pfeift der ganz oft das Abseits noch ab, ja. Obwohl ich als quasi Mannschaft, die also davon lässt dann keinen Vorteil laufen, genau, bei Abseits. Um es mit einem Wort zu sagen, er lässt keinen Vorteil laufen mehr. Ja. Und das ist eine Situation, die raff ich halt nicht, weil warum? Warum pfeifst du dann noch quasi mir den Vorteil ab? Und es ist oft so, dass der noch ganz lange wartet. Das lasse ich jetzt noch gerade durchgehen ohne Pieksen. Ja. Aber jetzt bitte wieder zurück zum Fußball, zum Spiel. Ich möchte mich entschuldigen. Ja. Ah. Da ist her damit. Ob ich tatsächlich überlege, Trainer zu werden. Ja, die Überlegung gab es schon mal, ob ich nicht früher oder später auch mal die Trainerscheine machen muss. Kann durchaus passieren, dass ich das auch mal in Angriff nehme, ja. Kannst hier direkt anfangen. Dankeschön. So, wer macht ihn? 32 Meter. Geil. Boah, den pflückt er einfach so runter, ne? Na gut, das 32 Metern. Komm, Özil. Hey. Und du möchtest heute kein Tor schießen, oder? Ich meine, ganz ehrlich, was willst du da noch machen? Also... Wenn's nicht lübt, dann lübt's nicht, sagt man bei uns. Dann musst du es erzwingen. Ja, ich erzwinge es jetzt. Ich erzwinge es. Okay, Mann. Oh Gott, natürlich ist er weg. Und wenn ich dir als alter FIFA-Pro dir einen Tipp geben darf, meiner Meinung nach. Ja, bitte. Was lachst du denn da so? Nee, ich lach, weil ich habe mich so gefreut, weil ich den Ball behalten habe. Also. Kommt auch nicht durch. Es ist immer leicht reden, aber irgendwie... Na! Also bleib! Zieh dich jetzt! Guck mal, er kann ihn nicht mal faulen, weil es fucking Ronaldo ist! Oh, er kann nicht mal das Trikot festhalten, das ist so schleimig... Aber so will ich dich sehen! Hagel! So will ich dich sehen, genau so brauchen wir dich! Er will einfach nicht... Oh! Ich zupfe ihn und er rutscht ab an seinem Glips-Trikot! So, was, Entschuldigung, du wolltest mir einen Tipp geben. Ich bin immer dankbar. Nein, genau so will ich dich. Okay, Mann, Alter. Nein, das heißt, das war ungerecht. Wir müssen die Spannung halten. So viel Zeit ist nicht mehr. Okay, du hast recht. Jetzt gehe ich da rauf und dann... Mann, gib mir jetzt die Pille! Gib mir die Pille! So? ja, wie du das Alter, machst, ist mir egal. Hauptsache, du machst es. Okay, Mann. Rauf jetzt. Alter, das ist ja so lächerlich. Ich einfach keinen Zugriff krieg. Jetzt. Alle mal nach vorne, bitte. Nee, offensichtlich doch nicht.
Alles dicht. Da muss er mal den Flügelwechsel bedienen. Geh weiter, geh weiter. Das manchmal, ne? Ich versuche mal so Tricks zu machen, die klappen, aber manchmal klappen die einfach nicht. Ja, dann macht er die nicht. Obwohl ich eigentlich mir ziemlich sicher bin, dass ich die richtige Trickkombination mache. War es das jetzt schon wieder? Sehen wir's, oh nö, das war ja schon die zweite Halbzeit. Sehen wir es positiv. Nach der Niederlage sind wir jetzt zumindest zu null. Ja, ich habe noch kein Tor geschossen heute. Das ist schlecht. Ja, aber ey, wir haben nicht verloren. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt die Tendenz der letzten beiden Spiele sieht, zeigt sie in die richtige Richtung. Das stimmt, jetzt gilt es aber an dir, das nächste Woche umzusetzen. Nächste Woche heißt jetzt nach gleich. Nach der Werbung. Ja, wir machen ein bisschen Werbung. Alter Schwede, was ein zäher Auftakt heute. Dabei wollte ich unbedingt aufsteigen in Liga 8 noch. Das war alles nur Durchgangsstation. Ich muss mir ein bisschen die Finger wärmen und den Kopf. Gleich sind wir wieder da und dann knallt es im Gebälk. So, bis gleich.